Hey ihr ollen Punks, willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich bin wieder in der Wohnung. Was mir ein bisschen Sorgen macht übrigens, ich habe mal hier oben geschaut. Wir haben hier erstmal die Werksanstellung. Wer hochsteigt, fällt auch tief. Aber wenigstens bist du noch am Leben und solange man noch lebt, gibt es Hoffnung. Also geh wieder zurück an die Arbeit und die Einsätze sind so hoch wie eh und je. Dann haben wir aber noch hier Play It Again. Johnny Silverhand, der legendäre Rocker-Boy, der vor 50 Jahren Arasaka den Krieg erklärte und dafür mit dem Leben bezahlen musste. Jetzt ist er wieder da, als digitalisiertes Konstrukt auf einem Biochip in deinem Hirn, das langsam dein Bewusstsein überschreibt. Wenn du Johnny nicht irgendwie los wirst, bist du so gut wie tot. Das ist bei 1%. Und hier der Countdown, schlechte Nachrichten von Vic. Der Biochip bringt dich langsam um, indem er deine Psyche mit einem anderen Neuralnetzwerk überschreibt. Das Ergebnis? Dein Bewusstsein wird ausgelöscht und du hörst auf zu existieren. Er hat keine Ahnung, wie man diesen Prozess aufhält und ob das überhaupt möglich ist. Aber du wirst trotzdem nicht kampflos aufgeben. Evelyn Parker, Anders Hellman, Arasaka, wenn du das hier überleben willst, musst du jedem Hinweis nachgehen. Das ist bei 5%. Ich weiß halt nicht, wie weit das noch steigt. Ich habe so ein bisschen Schiss, Leute. Am Ende ist das halt richtig, richtig kacke. So, triff dich mit Takemura. Das ist auch... warte mal. Nee, das ist es gar nicht. Hier, Happy Together. Versuche mit Barry zu sprechen. Wir versuchen das nochmal. Danach gehe ich runter in die Garage und hole mir vielleicht mal mein Motorrad ab. Das wir von Jackie bekommen haben. Das ist nicht abgestürzt. Overture arbeitet zu viel. Ihr sitzt da ganz schön gefährlich, wisst ihr das? Alter, guck mal, sie rutscht da gleich. Peter kann sich das mal ansehen. Barry? So heißt du doch, oder? Wer ist da? Wie? Ich wohne über dir. Erinnerst du dich? Haben über Autos geredet. Hast vom Mizutani Shion geschwärmt. Und ich meinte, der wäre was für schwanzlose Angeber. So einen Unsinn vergisst man nicht. Dein Blick damals. Wäre am liebsten ab durch die Mitte in die Badlands. So angepisst warst du. Ich erinnere mich. Was willst du? Wollte nur sehen, was du so machst. Deine Freunde meinten, du hast die Einheit verlassen. Ich glaube, ich weiß, warum. Diesen Blick kenne ich. Der ist bei Leuten wie uns gang und gäbe. Uns? Du siehst nicht wie ein Cop aus. Nicht nur Cops verlieren Leute. In meinem Job ist man täglich mit dem Tod konfrontiert. Man gewöhnt sich dran, klar. Bis es jemanden trifft, der einem wichtig ist. Du also auch. Oha. Komm rein. Er ist nicht alleine. What? Wo ist sie hin? Wo ist die Frau hin? Ich habe auch jemanden verloren. War ein verdammt guter Freund. Was meinst du mit auch? Geht's hier um Andrew? Sie haben's dir erzählt. Der beste Freund, den ich je hatte. Kannten uns mein Leben lang. Der Einzige, dem ich alles sagen konnte. Ich schätze mal, im NCPD hat sich gar nichts verbessert, oder? Einmal hat ein Maelstromer einen Jungen getötet. Direkt vor meinen Augen. Nur so zum Spaß. Ich konnte nichts tun. Der Hurensohn stand unter Konzernschutz. Ach, typisch. Unser Chief sackt eine anonyme Spende ein. Und was passiert? Offiziell hat der Junge sich selbst das Hirn rausgeblasen. Direkt vor deinen Augen. Irgendwas in mir ist da gestorben. Ich konnte das einfach nicht mehr. Kurz darauf starb Andrew. Das gab mir den Rest. Konntest du mit niemandem auf der Arbeit reden? Was ist mit Petrova und Mendes? Petrova ist nicht verkehrt. Aber sie kommt mit sowas nicht klar. Mendes rafft es einfach nicht. Der denkt, wir müssen hart sein. Wenn du nicht verkraftest, wenn ein Kind umgebracht wird, bist du für ihn mit Weichei-Genen geboren. Wow. Aber du hast ihm von Andrew erzählt. Ganz ehrlich, hab darüber nachgedacht, aber sie wissen nicht alles. Ist besser so. Kannst du mir sagen, wie Andrew starb? Ist doch egal. Normal. Altersschwäche. Wenig überraschend. Schließlich war er nur ein paar Jahre jünger als meine Oma. Altersschwäche? In Night City? Dafür müsste man ihm eine Statue errichten, die alle bestaunen können. Eine Nische für die Urne muss reichen. Also war Andrew eher wie ein Opa für dich als ein Freund? So würde ich das nicht sagen. Er war wie
Ich weiß nicht. Wie ein Fenster zur Vergangenheit oder so. Er hat mich an meine Oma erinnert. An unsere schönen Gespräche. An eine Zeit, als alles noch besser war. Er war wie eine Art Zeitzeuge. Mendes weiß einen Scheiß vom Leben. Jeder hat seine Grenzen, sogar er. Er hat sie nur noch nicht erreicht. Anders als du. Und wenn er recht hat? Vielleicht habe ich feige Gene. Nur die Stärksten überleben, oder? Wenn du nichts fühlen würdest, dann hätte der Tod keinerlei Bedeutung. Hast recht. Danke fürs Reden, Vi. Ich brauche etwas Zeit, um das sacken zu lassen. Keine Ursache. Bleib stark. Och Mensch, das könnte ein richtig guter Kumpel werden, glaube ich. Armer Kerl. Was, find du Andrews Nische, bevor du mit den Polizisten sprichst? Optional. Wo soll das sein? Okay, das ist nicht hier. Ja, krass, ne? Immerhin so ein paar tröstende Worte. Finde ich halt schon ganz nett, dass er das macht. Trifft dich mit der Gamora-Fahrzeug. Haha. Ist das teurer geworden? War das nicht 12.000? Ach, was weiß ich. Sprich mit den Polizisten. Da sind die ja schon wieder. Ah, wo ist die... Wo ist die Nische? Ist die vielleicht bei Barry drin? Warte mal. Ah ne, die ist wirklich... 40... Hä? Warte mal. Es kann doch nicht sein, dass die hier ist, oder? Haben die hier in dem Gebäude? Das ist doch der Aufzug. Ja, natürlich ist es der Aufzug. Ey! Wer sagt denn hier ey? Okay, das ist wirklich 1,8 Kilometer weit weg. Ach, Manno. Das ist so krass hier, dieses Megagebäude. Das ist so ein bisschen... Ihr kennt das wahrscheinlich nicht, aber das AXA-Gebäude in Köln. Ich weiß nicht, wenn jetzt jemand nicht aus der Gegend kommt. Das ist auch so krass. Da sind Wohnungen. Unten sind wirklich Einkaufsgelegenheiten. Also ich habe das nur gehört, ne? Ich weiß es nicht. Ich war da noch nie drin. Außer hat auch wirklich so einen eigenen Sicherheitsdienst, sowas in der Richtung, so ein Portier, wo man nicht durchkommt, wenn man keinen Belang hat, jetzt da drin zu sein. Boah, ich habe jetzt keine Ahnung, wo meine Karre sein soll, also mein Motorrad von Jackie. Hieß es nicht irgendwo, das ist hier abgestellt? Aber ich habe schon gemerkt, ich kann mir auch eine Karre klauen. Ist zwar nicht ganz so fein. Wahrscheinlich kriege ich damit auch Ärger, wenn ich da entdeckt werde. Oh, was soll's, wir fahren jetzt mal dahin. So, so. So, dann müssen wir jetzt, glaube ich, mal ein Stückchen fahren. Ich meine, die ganze Zeit zugetextet währenddessen vom Radiosprecher, aber das... Hoppala. Ja. Ja, ich werde es mal drin lassen, ich meine... So, weißt du was? Verlassenen Gebäude und Industriegebiete der Stadt so reich an selbst. Oh, ich kann es gar nicht wechseln. Japan Town. Oha. Lang, lang ist's her. Wakako Okada, die Herrin von Westbrook. Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleichen. Santa Josette, du hast das sehr gut gemacht. Und auch dein Freund. Bis bald. Ah, stimmt. Ich kann mir noch die Belohnung von Wakako abholen. Naja. Machen wir später. Ich will jetzt erstmal zu der Nische. Da bekommen wir ja wahrscheinlich auch einen Schnellreisepunkt, hoffe ich. Alter, das ist für ein Kreis. Das sieht aus wie eine Rennstrecke hier. Oh. Ich wünsche Ihnen einen schönen sonnigen Tag. Danke für das Einschalten bei Dagobert Essence.
Alles klar. Da ist so ein komisches Störgeräusch immer. Hört ihr das nicht auch? Ich finde das total widerlich. Wo ist jetzt richtig? Ah, guck mal, ist das hier so eine Art Memorial? So, mal gucken. Da ist ein Schnellreisepunkt, das ist gut. Kolumbarium. Aha, irgendwo hier muss es sein, hä? Huh? Erinnerung an einen besten Freund. Andrew, ach, da haben wir es doch. Du warst eine Schildkröte, aber du hast besser zugehört als jeder Mensch. Du warst an meiner Seite, als Oma mir erklärt hat, was richtig und was falsch ist. Du warst meine letzte Erinnerung an eine bessere Welt. Ruhe in Frieden. Barry hat ein echtes Problem. Wenn die Schildkröte sein einziger Grund zum Aufstehen war. Jetzt verstehst du es langsam. Seine Freunde müssen das hören. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Kennst doch das Spielchen. Wenn du zu lange in den Abgrund starrst, starrt der Abgrund auch in dich hinein. Das ist Nietzsche. Der Schritt nach vorn liegt da nahe. Besonders bei dem Scheiß, den er im Leben gesehen hat. Oh je, der arme Kerl. Ich sage, der braucht echt einen Freund. Was? Bei deiner Arbeit? Schnelligkeit? Ja, als Text bin ich mal nicht zu. Wakaka. Wakako. So, Atrium. Ja, irgendwie ganz cool mit der Schnellreise, finde ich. Das macht schon Sinn, aber wenn ich halt einfach so von der Karte aus irgendwo hinspringen könnte, würde es, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spaß machen. Also jedes Mal irgendwo hinkurven zu müssen. Wobei, man lernt halt die Landschaft ein bisschen kennen. Aber ich finde halt, es ist nicht sehr schön in Night City. Das ist alles ein bisschen krass. Du bist es. Hast du mit Barry geredet? Kommt er endlich wieder klar? Lass es einfach, Mendes. Hey, was hat Barry euch über den Freund erzählt, den er verloren hat? Nicht viel. Hat eher selten von ihm gesprochen. Aber Barry meinte mal, er wäre der Einzige, der ihn versteht. Ist schön, so jemanden zu haben. Wir haben geredet. Er wirkt ruhig, aber er ist wirklich am Boden. Ich glaube, er hat ein Problem mit Mendes. Was? Warum sagt er mir das nicht ins Gesicht? Sein Job hat ihm offensichtlich zugesetzt. Er konnte mit niemandem darüber reden. Er meinte, du hast nicht mal versucht, ihn zu verstehen. Na, hab ich doch gesagt. So ein Quatsch. Barry wird gern mal hysterisch. Muss man nur etwas schütteln, damit er zu Verstand kommt. Mal sehen. Wir sollten nachher noch mal zu ihm. Danke für die Hilfe. Das ist für deine Umstände. Aber solche Typen wie er, ne, so wie Mendes, die braucht man nicht als Freunde. Die einem sagen, Depressionen sind ja nur, ach, stell dich nicht so an. Kopf hoch, ne? Versuche dann ein paar Stunden mit Barry zu sprechen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird ein schlimmes Ende haben. Wir gehen mal zum Delamain HQ. Diese Arschgeigen. Fährt er mich einfach an und bringt er doch so einen doofen Spruch, ne? Wo ist denn das eigentlich? Och nee, das ist immer so doof. Jetzt muss ich wieder zum Aufzug. Und dann habe ich keinen Schnellreisepunkt in der Nähe. Das will mich wieder nur verarschen, das Teil hier. Wir gehen mal einfach zu Bradbury und Blar. Das finde ich ein bisschen blöd mit der Kompassmarkierung jedes Mal. Weil das will mich einfach nur aus dem Gebäude raus haben. Aber wo ich dann hin muss, sagt es mir nicht wirklich. Und ohne Karre ist gerade ein bisschen schwierig. Naja. So, wo ist es denn? Siehst du, 1,4 Kilometer. Das ist ganz hier unten irgendwo. Okay. Ach hier, Arasaka Tower, da waren wir ja schon. Ja, diese ganzen Fragezeichen, die mache ich, wie gesagt, sehr hoch, sehr hoch. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wie gesagt, die mache ich dann alle off-cam wahrscheinlich. Diese ganzen einfach Leute abknallen und Sachen plündern. Ihr wisst ja, das ist echt lahm. Also so das zu zeigen, glaube ich, ist ein bisschen langweilig. Also so langsam komme ich auch wieder in die Gefilde, wo es gefährlich wird zu questen, weil diese sehr hohe Gefahr, ich glaube, dafür bin ich einfach noch nicht geschaffen. Oh, Dino. Du kennst mich nicht, wirst du aber. Ich bin Dino. Kümmere mich um das Stadtzentrum. Aha. Wie? Ich weiß. Hab von dir gehört. Bist groß im Kommen. Wenn du was brauchst, ruf mich an. Dino kennt jeden da draußen. Alles klar, Dino. Dino and Tarantula, oder was? Dino Dinovic. Warum hören die sich alle an wie so Superhelden aus einem Marvel-Comic? Victor Vector oder Dino Dinovic.
Bruce Banner. Ne? Peter Parker. Pepper Potts. Ihr wisst schon, ne? Diese alle, die selben Vor- und, also selben Buchstaben mit Vor- und Nachnamen haben. Das ist so ein Marvel-Ding, glaube ich. Oh Gott, Alter, was ist hier los? Ich habe von einer neuen Seele in Haywood gehört. Ich bin Sebastian Ibarra, genannt Padre. Hä? Wie? Freut mich. Ich mag Menschen, die Sinn für Respekt haben. Wir hören voneinander, wie... Wie auch nicht mal außer Atem kommt ihr beim Rumrennen. Der Padre. Das ist krass, wie viel noch auf uns wartet an Missionen, oder? Ich sag ja, ich werde alles durchmachen. Also die ganzen Hauptmissionen sowieso. Aber auch Nebenmissionen werde ich mitnehmen, weil... Ja, soll ja ganz coole geben, ne? Ich werde einen zweiten Datencrash verpassen, hörst du? Die Firma ist Geschichte! Würden Sie mir bitte die Kontaktdaten Ihres Anwalts mitteilen? Creepy. Fick dich, Elektrohirn! Danke, Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Hey, Dell. Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Womit kann ich dienen? Was ist los, Dell? Erkennst du mich nicht? Du hast mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen über den Unfall reden. Sie sprechen mit einem Unterprogramm des Delamain Networks. Leider verfüge ich nur über eingeschränkte Funktionen. Bitte geben Sie die Bearbeitungsnummer Ihres Schadensberichts. Ihnen bloß keine Zahlen, sonst finden Sie dich. Wer? Die Konzerne. Sagst du mir endlich, was ich hier soll? Zur Beurteilung, ob Sie, Kunde oder Kundin, aufgrund des Unfalls Schaden erlitten haben. Bei mir kamen 20% raus. Ihre Identität wurde durch unsere Gesichtserkennungssoftware bestätigt. Mr. Hans Jonas, wie würden Sie Ihre Erfahrung mit Zwischenfallnummer 77111110906 beschreiben? Die kaputte Karre macht mich schon traurig, aber ich würde lieber mit dem echten Delamain reden, wenn's geht. Wow. Wie? Verzeihung, wenn der Rezeptionist Ihnen Umstände bereitet hat. Ich kann aufgrund einer aktuellen Krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine entsprechende Ausgleichszahlung für den entstandenen Schaden zu überweisen. Sonderbare Handlung. So wenig? Könnten wir uns woanders unterhalten? Ist da was? Sicher, ist mir recht. Dann folgen Sie bitte der Drohne. Wie nett ich bin, oder? Wie nett er reagiert darauf. Oh, guck mal. Mir ist durchaus bewusst, dass der Kundenservice im Moment ungenügend ist. Vielleicht könnte eine Führung als Entschädigung dienen. Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro. Oha. Schon interessant, oder? Hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Ich ziehe derzeit in Erwägung, auch Reparaturen anzubieten. Glücklicherweise ist die Werkstatt im Moment etwas überlastet. Kann mir vorstellen, warum. Ich gehe noch immer dem Ausfall der Delamain Network-Fahrzeuge nach. Es könnte sich um einen fortgeschrittenen Virus handeln. Das Problem muss schnell gelöst werden. Der plötzliche Anstieg an Zwischenfällen ist kostspielig und zieht zu viel Aufmerksamkeit auf die Firma. Dass hier alles automatisiert ist, finde ich schon sehr, sehr krass, ne? Aber... Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier sind. Überraschenderweise. Kontrollräume sind für organische. Wofür brauchst du einen? Diese Einrichtung wurde früher von Menschen betrieben. Die Infrastruktur habe ich übernommen. Wofür sind diese ganzen Lichter hier? Genau das wollte ich mit Ihnen besprechen. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Wie Sie sehen, ist dies nicht mehr für alle Fahrzeuge der Fall. An den roten Lichtern zu erkennen. Kann das die Reparaturdrohnen nicht fixen? Leider ist in diesem Fall menschliche Hilfe erforderlich. Ich weiß, dass Sie ein breites Leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind. Könnten Sie mir beim Bergen meiner fehlenden Fahrzeuge helfen? Oh, das ist die Quest. Das ist eine der besten Quests, habe ich gehört. Warum muss ich diskret sein? Wer nicht bemerkt wird, wird nicht gestört. Ein spürbarer Anstieg an Inspektionen lässt vermuten, dass die Behörden mich bereits überwachen. Heißt das NCPD oder Netwatch? Letzteres. Mein legaler Status passt nicht in die derzeitigen Vorschriften.
Wenn ich nicht aufpasse, könnte man mich als illegalen Einwanderer einstufen. Okay. Okay, ich suche gerne nach deinen fehlenden Karren. Sehr erfreulich. Ich sende Ihnen die Koordinaten Ihrer letzten bekannten Aufenthaltsorte. Sie müssen sie nur deaktivieren. Dann stelle ich die Verbindung wieder her und bringe sie zurück. Ich kümmere mich drum. Delamain-Fahrzeuge sind gut gesichert. Nehmen Sie am besten einen Scanner mit Entschlüsselungsfunktion mit. Okay, Delamain-Scanner. Die kleine Drohne ist voll geil. Okay, wie gesagt, das soll eine der coolsten Quests sein, auch wenn sie ein bisschen nervig wirkt auf Dauer. Dass man einfach nur Autos einsammelt, aber... Ja, generell habe ich gehört, das ist halt mit das Coolste hier. Eine der coolsten Nebenmissionen. Mal, lass uns mal überraschen. Ich werde das auch rausschneiden, wenn ich dann da drum rumfahren darf. Ah, der Padre. Alles klar. Finde das Delamain-Taxi in Wellsprings. Wo könnte das sein? Okay, oh nee, das mache ich aber ein andermal, Leute, bis ich jetzt runtergefahren bin oder runtergelaufen bin. Wir wollen ja noch ein bisschen was erleben hier. Was haben wir da? Findet das Delamain-Taxi in Northside? Ach, die sind jetzt ja überall einfach verstreut, ja. Das ist hier. Ja, ohne Karre wird das, glaube ich, nicht viel Sinn machen, weil da muss ich ja echt hochlatschen oder mir ein Auto klauen. Das will ich jetzt nicht. So, machen wir erstmal hier alles, was zum Mittel ist. Gucken wir uns mal an. Human Nature. Warte, bis das Auto repariert ist. Na toll. Ein paar Stunden mit Barry reden. Stelle die Verbindung zwischen Delamain. Ja. 7 Autos sind das. Fülle das Delamain-Taxi in Wellsprings. Okay, das ist, hat sich jetzt alles hier einfach mal dazu geschlichen. Hm, was haben wir noch? Der Auftrag. Hol dir deine Belohnung über Wakako ab. Das machen wir mal. Wo ich denn dafür hin? Ja, leider habe ich halt wieder kein Auto, ne? Ach, Mann, oh. Oh doch, ich habe ein Auto. Ha! Mein Auto ist schon fertig. Voll gut. Okay, dann fahren wir mal ein Stückchen da hoch zu Wakako. Hauptsache mal die ganzen Schnellreisepunkte aufdecken. Das ist wieder alles voll hier mit... Wow, bitte fahr nicht auf meine... Danke, danke, danke. Wie schnell darf ich ja eigentlich fahren? Stört das irgendjemanden? In der Zukunft müsste es eigentlich automatische Geschwindigkeitsbegrenzung geben, oder? Würde ich zumindest so machen, dass man in der Stadt nicht irgendwie, so wie ich jetzt, 100 fahren kann. Aber wenn alles so automatisiert wäre, dann dürfte es eigentlich kaum einen interessieren. Dann würde ich automatisch ausgebremst werden an Ampeln und so weiter. Dann würden nicht einfach Leute, wie ich jetzt schon gemacht habe, über den Fußgängerweg schlendern, obwohl das nicht dürft. Boah, okay, warte. Einfach mal wenden auf einer einspurigen. Also nicht einspurig, sondern wo man halt nicht wenden darf. Gegen den Verkehr fahren. Alles gut. Ich werde übrigens auf jeden Fall erstmal nicht meine ganzen... Oh, da war schon Alarm. Ich werde erstmal nicht irgendwelche Autos kaufen, weil ich brauche die Kohle erstmal. Oh, Küsschen, Küsschen. Was macht ihr, Alte, das? Wo willst du denn hin mit deinem süßen Arsch? Ich lauf weg von dir mit meinem süßen Arsch gerade. Ja, vielleicht später werde ich mir so ein Joy-Toy anlachen. Aha, die sind wahrscheinlich auch perfekt. Hey, hast du heute Nacht ein bisschen Gesellschaft? Ja, später vielleicht. Die sind wahrscheinlich auch alle perfekt ausgestattet. Wette ich mit euch, wenn die halt alle so geboostet sind. Wakako. Ist sie ja. Sieh einer an. Wenn das nicht wie ist in meinem bescheidenen Domizil. Wakako, endlich trifft man sich mal. Also, warum bist du hier? Aus reiner Neugier. Wie viele Ehemänner hattest du nochmal? 5. Alle vor ihrer Zeit von uns gegangen. Eine Tragödie. Keine Angst, dass es dich auch trifft? Ich muss doch für meine 9 Söhne leben. Keine Töchter, oder was? Bin mir sicher, niemand kennt Westbrook so gut wie du. Meine Männer kannten Westbrook. Jeder Einzelne ein hohes Tier bei den Tiger Claws. Ihnen gehörte Japantown. Was haben sie so gemacht?
das, womit man die meisten Eddies und die meiste Macht verdient. Sex und Schwarzmarkt-Tech verkaufen. Sitzt die da mit so einem Ausschnitt? Ich will nicht wissen, wie alt die Frau ist, aber bestimmt schon über 70, ja? Wir haben eine offene Rechnung. Du erinnerst dich an Sandra Dorsett? Ich vergesse solche Dinge nicht wie... Ja? Hier ist deine Belohnung. Und dazu ein nennenswerter Bonus. Ah. Such dir einen Rippertor. Der macht dir einen Dermalabdruck für die Smart Gun-Kompatibilität. Eine Spezialität der Tiger Claws. Aha. Aber ich sag mal, um sich sexy zu fühlen, muss man nicht so und so alt sein, oder? Sei es dir gegönnt. So, okay, jetzt muss ich schon wieder so weit laufen. Ich hab was, das macht dein Teil härter als deine Kindheit. Alter, den muss ich mir merken. Den muss ich mir merken. Okay, wenn ich eine Frau wäre, wäre es noch cooler irgendwie, wenn ich das nochmal bringen würde einfach, aber... Alter. Oh nein, seht ihr, das steigt die ganze Zeit hier. Nee, doch nicht, ich dachte eben... Wahrscheinlich ist das alles mit Story-Fortschritt und ich muss mir darum keine Gedanken machen um diese Prozentangaben. Obwohl, ich mache mir halt schon ein bisschen Gedanken. Nicht, dass, ne, dass ich auf einmal komplett übernommen werde und hey, Game over. Warte mal kurz. Hör mal einen Moment zu. Haut ganz schön in die Klampe, was? Für meine ungeschulten Ohren klingt er ganz ordentlich. Gibt wesentlich Schlimmeres. Weißt du warum? Die Technik ist nicht so wichtig. Aber das Feeling, das zählt. Der Junge trägt einen tiefen Schmerz in sich. Etwas, das er nicht loslässt, und das hört man. Könnte ein bisschen mehr Charisma haben und die Akkorde besser treffen, aber so alles in allem gar nicht mal so übel. Aus deinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Hast du auch so angefangen? Straßenmusiker mit großen Ambitionen. Sehr witzig. Ich habe nicht von Ruhm geträumt. Hatte alle Hände voll zu tun, damit die Welt wach zu rütteln. Erfolg kann sich lohnen. Wenn du die Welt wachrütteln willst, muss die Welt dir erstmal zuhören. Und das hat seinen Preis. Wer gibt dir denn einen Vertrag, wenn du in deinen Songs die großen Konzerne anmachst? Aber wer seine Ideale einmal verkauft hat, ist sie für immer los. Schon gut, du Künstlerprinzessin. Immerhin hattest du ein paar Gigs. Hab die Erinnerungen gesehen. Ja, wir haben überall gejammt. In Parks, Fabrikhallen, Underground-Clubs. Schon damals haben die coolen Leute uns gefeiert. Einige haben es aufgenommen und geteilt. Aha, also die Hipster oder was? Du meinst, es gibt noch alte Samurai-Bootlegs? Die könnten ein paar Eddies wert sein. Jetzt wechselst du auch auf den Sellout-Zug? Da kommen mir ja fast die Tränen. Jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass es nach all den Jahren solche Aufnahmen noch gibt? Das Rainbow Cadenza ist nicht weit von hier. Da haben wir früher ein paar Mal gespielt. Geiler Schuppen für Leute, die echt was von Musik verstehen. Vielleicht wissen die ja was. Ja. Ist das jetzt wieder eine neue Nebenquest, oder? Was mit der Zigarette hier? Wie gesagt, ich finde es voll interessant, dass die jetzt so miteinander kommunizieren und wahrscheinlich denkt auch keiner hier, dass ich verrückt bin, weil ich mit mir selbst rede. Da gibt ja heute schon diese ganzen Sticks für, also diese ganzen Telefone, die man sich einfach so ans Ohr steckt. Aber trotzdem, es ist mir alles so ein bisschen suspekt hier gerade mit Johnny. Weil der will uns immerhin, oder der muss uns ja übernehmen. Ich meine, da würde ich nicht mit ihm reden wie mit so einem Kumpel. Aber trotzdem ganz cool eigentlich, dass er jetzt immer mit uns interagiert, obwohl es voll der Arsch ist, offensichtlich. Naja, mal gucken. Mal gucken, was es noch so gibt. Am Ende können wir vielleicht so eine Koexistenz mit ihm eingehen. Soll ja verschiedene Endings geben, kann ich euch schon mal so verraten. Guck mal, jetzt sind wir wieder komplett so ein bisschen außerstädtisch. Nicht überall 10.000 bunte Tafeln und... Oh, Regina. Hey, V, ich hab deinen Kunden. Keine besonders helle Leuchte. Der sitzt bis zum Kinn in der Scheiße und muss dringend aus NC weg. Mehr Infos anbei. Alles klar. SOS-Söldner gesucht. Boah, mir wird hier auch echt zugeballert mit Aufträgen, ne? Ich meine, ich find's nicht schlimm. Aber es ist halt schon sehr krass. Ich frag mich, wann ich das alles mal machen soll hier. Und ich meine, ich möchte viel machen. Oh.
An alle NCPD-Subunternehmer. Gesucht werden Verdächtige für organisiertes Verbrechen bei der Ross Street und Shipyard Way. Eine Gruppe Scavenger unter der Führung von Jelena Sidorova, bewaffnet und gefährlich, haben Obdachlose angegriffen. Die Behörden bieten eine Belohnung für die Neutralisierung der Bedrohung. Ja, ich glaube, da haben wir es schon, hä? Sind das die? Organisiertes Verbrechen? Ja, ich kann aber nicht einfach so reinmarschieren, die rennen die ganze Zeit da rum. Sau! Warum stirbst du nicht? Uiuiuiui. Scheiße, mir geht die Munition schon wieder aus. So. Bisschen Street Cred. Ich kann mir übrigens selber Munition herstellen. Ich habe das ganz vergessen, Leute. Ja, das geht wohl. Hey Leute, alles cool bei euch? Ja. Upsala. Was habe ich denn gerade? Oh, nicht viel. Warte mal, hier nämlich bei Inventar, bei Itemherstellung. Und jetzt hier bei Munition. Wo haben wir es denn? Gewehre, Pistolen. Kostet 9. Wie viel habe ich jetzt gemacht? 20 oder wie? Ein Magazin oder wie soll ich das? So, warte nochmal. Pistolenmunition. Und es gibt jedes Mal 18 XP dafür. Ich meine es einfach so viel, bis es nicht mehr geht. Wir haben ja so viel von dem Zeug hier. Kann ich nicht einfach auf Maximum hier einstellen? Ja. Offensichtlich nicht. Wahrscheinlich gibt es gar kein Maximum bei der Munition, oder? So, wir machen einfach mal ein bisschen mehr. So, alles gut. Eigentlich könnte ich auch den Level voll machen. Kostet auch kein Gewicht, sehe ich gerade oben. Na wunderbar. Ich habe jetzt schon auch wieder gelesen, es gibt ja auch schon wieder Bugs irgendwie, dass man unendlich Geld machen kann und... Da gibt es so einen Auftrag, wo man so ein Gemälde abgeben muss. Es gibt 4000. Das kann man halt endlos machen, weil man kann das Gemälde wieder zurückkaufen. Level up! Sehr schön. 491 Schuss. Also ich glaube, es gibt wirklich kein Ende hier. Okay. Machen wir mal die Belohnung ab beim River Dog. Hallo. Der sieht ja witzig aus. Wie läuft das Geschäft, Cashes? Kannst zurzeit nicht klagen. Gab eine Max-Tech-Razzia in einer illegalen Klinik. Seitdem haben meine Kundenzahl und meine Preise zugenommen. Zufall? Wie man's nimmt. Irgendwie kennt sich hier auch jeder, oder? Zumindest die Ripper-Docs kennen wir alle. Such was aus. Ich dachte, ich kann mit der Belohnung abholen. Oh, klasse. 12 Intelligenz, 10 Intelligenz, was macht das? Wenn die Speicherkapazität deines Cyberdecks auf 2 sinkt, werden sofort 20% freigegeben. Ablinkzeit 4 Minuten, kostet 10.000. Oh, das habe ich sogar. 10 Intelligenz. Speicherpunkte meines Cyberdecks werden erhöht. Stellt nach Neutralisieren eines Gegners sofort 10% deiner Gesundheit wieder her. Health on kill. Krass. Gibt es eigentlich eine bessere Optik? Weil ich finde, die Kiroshi ist nicht wirklich gut. Die ist halt weiß, ne? Von der Qualität nicht unbedingt das Beste, würde ich sagen. Erhöht die Breach-Dauer eines Breach-Protokolls? Nee, brauchen wir nicht. 6 Konstitution. Gesundheitsregeneration außerhalb des Kampfes 1 pro Sekunde. Und erhöht die Ausdauerregeneration um 10%. Alles klar. Immunsystem. Wenn du Schaden erleidest, besteht eine Chance von 2%, dass du einen großen Elektroschock abgibst, der Gegner in der Nähe trifft. Das hole ich mir doch mal. Schock in Awe.
Was haben wir hier? Verlangsamt die Zeit 2 Sekunden lang um 25% von Gegnern, die ich bemerken. Ermöglicht das Ziel beim Ausweichen. Verlangsamt die Zeit 2 Sekunden um 30% von Gegnern, die mich bemerken. Und erhöht Ausweichen um 6%. Nehmen wir das. Nehmen wir die beiden einfach. Ich habe jetzt einmal zu schnell geklickt. Und das haben wir nicht. Skelett haben wir auch nichts. Hände. Echt jetzt ein Tattoo stattdessen? Statt... Aha, erhöht die Chance auf Querschläger und verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem. Oder Smartlink. Smartlink, Zielerfassung von Smartwaffen. Ah, das habe ich schon gehört. Das ist cool. Wenn man einmal ein Ziel angewählt hat, dann kann man egal wohin schießen und die Kugeln fliegen alle auf das Ziel zu. Oh, verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Das macht ja auch meine Hand schon. Eigentlich finde ich das hier cooler als das, was ich jetzt habe. Aber gut, Smartwaffen habe ich noch nicht so wirklich gehabt, glaube ich. Arme. 20 Street Cred. Alter. Immer noch für diese ganzen super Mods. Und hier... Ja. Sprungkraft und hier Doppelsprung. Ich glaube, ich finde das hier cooler als die aufladbare Sprungkraft. Doppelsprung ist halt einfach cool. In allen Spielen übrigens. So, ich glaube, das war's. Aber wo kann ich jetzt meine Belohnung abholen? Hallo? Geht das irgendwo? Ach, im Ripperdog-Inventar. Ah, okay, warte mal. Bei Handeln natürlich. So, was haben wir hier? Ja, die Tabula Erasa. Eraser. Das finde ich super übrigens, das Wortspiel. Okay. Das... Metall über... Das ist ein Analplug, oder? Sieht zumindest so aus. Hä, warte mal, wo kann ich mir das jetzt abholen? Bei Cyberware? Nee, bei Handeln. Wo kann ich mir das abholen, meine Belohnung? Das kostet alles Geld. Ich möchte das Herstellen von Cyberware-Mods. 22.000. Caches. Kann ich mir hier vielleicht... Nee, kostet auch Geld. Außerdem sind meine viel besser. Ja, ich verstehe nicht, wo jetzt meine tolle Belohnung sein soll. Nee, kostet alles Geld. So, kann ich nicht. Oh, doch, die. Die kosten nichts. Ach nee, die habe ich ja auch im Besitz. Ich hält. Verlängert die Dauer von... Was? Sandevistan und Kerensikov? 0,5 Sekunden. Ja, Voraussetzung 8 Reflexe. Ja, hol dir deine Belohnung im Ripperdog-Inventar von Cassius Riders Klinik. Ich verstehe nicht, was jetzt die Belohnung sein soll. Wahrscheinlich, ja, eins von den beiden hier, hä? Aber die habe ich ja schon im Besitz. Ach man, ist das doof, dass mir das... Oder die Lunge wahrscheinlich. Wir wollen, dass die Lunge kommt. Ist aber... Ja, 10 Konstitutionen. Kann ich auch nicht benutzen. Alles ist doch blöd. Ich hole das später. Dass mir das aber kein Schwein sagt, ne? So. Wir haben noch ein Upgrade. Massenverwundbarkeit. Oh, hebt automatisch Zugangspunkte in der Nähe hervor. Ja. Nehmen wir das mal mit. Ah, das finde ich jetzt doof, dass das... Ja. Begib dich zum... Ah, Club Rainbow Cadenza. Machen wir das mal. Das war ja das, was uns Johnny gesagt hat. Boah, da müssen wir jetzt wieder ein ganzes Stück... Uiuiuiui. Ja. Da kommen wir jetzt gerade her, quasi. Oder was? Das haben wir gar nicht gemacht. Hallo? Warum? Hallo? Warum sehe ich jetzt nichts mehr? Okay, Leute, ich muss, glaube ich, nochmal das Spiel laden. Irgendwas ist jetzt gerade extrem abgerauscht. Wow. Okay, was? Ist nicht mein Problem, Mann. Was war das gerade? Ich weiß es nicht. Ich hole euch, ihr Penner. Was
Was ist hier gerade geschehen, Leute? Okay. War das jetzt gerade das Upgrade, das er kurz davor war, mich zu entdecken? Aha. Kopfschuss. Hab ich ihn? Okay, ich hab ihn. Headshot. Headshot. Dass die Waffe so wackelt, ist nicht cool, aber irgendwie geht's auch schon so, ne? Ach ja, während eines Kampfes, ist schon klar. Matsch. Dass sie diese Roboter noch dabei haben. Ich glaube, ich sollte mal den Schalli rausnehmen aus der Knarre. Das ist halt... Ja... Nee, komm, lass mal. Das bisschen, was ich dadurch Minus und Schaden mache. Das eben gesehen, was auch immer das war. Na? Schon wieder nein, denn schnell's. Meinst du? Da könnte ich irgendwas hacken, was mir hier weiterhilft. Ist da irgendwelche Kameras vielleicht? Ah. Ist es nicht eine Person? Nee, ist eine Kiste. Ist es keine Kiste? Sehen? Und das ist was Episches. Geil, epische Upgrade-Komponenten. Gib mir alles. Das war die krasse Upgrade-Schnalle hier. Die hat alles dabei gehabt. So. Ja, das sind halt meistens die Nebenmissionen. Einfach Leute abknallen. Mein Gott, ja.
Kann man mitnehmen, ne? Ich mache mir irgendwann off-camp auch mal einen ganzen Haufen Munition, weil die ganze Zeit hier mit so wenig Munition immer rumlaufen für gewisse Waffen ist etwas blöd. Hier unten ist aber auch kein Schwein sonst. Es sind immer nur diese Assis da, die irgendwelche Leute überfallen. Das sieht auch ein bisschen traurig aus hier. Das ist so eine, ja, so eine Obdachlosenbaracke hier alles. Würde ich mal vermuten. Na gut. Oh, warte. Mal nachladen. Diese super krasse, geile Pistole. Gehen wir mal zu diesem Rainbow Club. Halt, halt, halt. Weed, 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 weed. Sollen wir hinfahren oder soll ich mich dahin teleportieren, ist die Frage, weil ich meine, komm, wir teleportieren uns. Also mit Schnellreise. Das ist alles unnötig. Einfach nur rumfahren. Oh, Regina. Wildes Geschrei im Totentanz ist keine Schlagzeile wert, wie. Vielleicht übt er bloß eine dieser Maelstrom-Bands. Oder es ist was viel Schlimmeres. Solltest du mal checken. Ja, wie gesagt, alles... Die Nebenmissionen sind leider alle so ein bisschen uninteressant manchmal, dass man einfach nur hinrennt, alles abknallt und dann wieder wegfährt. Könnte noch ein bisschen cooler gemacht sein, aber ja, mein Gott. Ja, ja, ja. Nicht so schlimm. Mal gucken, was Johnny da... Oh, schon wieder. Regina. Was Johnny hier so getrieben hat. Johnny? Ich glaube, dein geiler Schuppen ist heute eine schmierige Fressbude. Hirnloser Kapitalismus, wie er leibt und lebt. Man kann nicht immer gewinnen. Deshalb sollte man gefallene Krieger ruhen lassen. Andernfalls müssen sie mit ansehen, wie alles, wofür sie gekämpft haben, vor die Hunde geht. Bin soweit. Du auch? Hey! Hey! Rainbow Cadenza. Sagt dir das irgendwas? Oh Mann, noch einer. Bist mächtig jung für die Frage. Was meinst du? Irgendwie ich sag abwesend. Dir, ständig fragen hier irgendwelche alten Rocker, wo denn ihr toller Club aus der Jugend hin ist. Und jedes Mal sage ich, dass er vor 20 Jahren von einem Konzern gekauft wurde. Ich sollte ein Schild aufstellen. Du bist... Sag mal, weißt du was über Bootlegs von damals, aus dem Rainbow Cadenza? Zum Beispiel von Samurai? Samurai. Ha, dieser rote Fratze? Ja, die alten Knacker kenne sogar ich. Manchmal kommt hier rein, ziemlich alter Kerl im Samurai-Shot rein und spricht stundenlang mit den anderen verrückten Fans. Du weißt nicht zufällig, wo ich ihn finden kann? Doch, in den 20ern, wo er hängen geblieben ist. Manchmal sehe ich ihn aber nebenan auf dem Markt. Heißt das, er kauft da manchmal ein? Das heißt, du könntest bei ihm was kaufen, wenn du denn wolltest. Er redet mit alten, staubigen Tapes von alten, staubigen Indie-Bands, die keine Sau mehr kennt. Geil, danke für die Info. Alles klar, gucken wir uns mal an. So, wer verkauft denn hier die Tapes? Du verkaufst Tapes. Hi, ich suche ein paar Killer-Tracks. Hast du Laserpop? Oder was von Us-Cracks? Ich verkaufe keinen, Scott. Willst du billigen Regenbogenmist oder den echten Scheiß? Chill mal, Joom. War nur ein Witz. Laserpop? Verfickter Laserpop! Und das an meinem Stand? Laser? Warum hört sich mit Laser alles so futuristisch an, ha? Hab gehört, du verkaufst noch richtige Musik. Was ist für dich denn richtig, ja? Ich hab die Cartesian Dualists, Eurodyne's Kram, Tainted Overlord. Was von Samurai? Soll das ein Scherz sein? Never Fade Away, Dancing with My Ex, Chipping In. Ich hab sie alle. Silverhand war der Messias des Rock'n'Roll. Ich würde die Alben umsonst auf der Straße verteilen.
Aber ich muss ja von was leben. Naja, eigentlich war das Freddie Mercury, aber ist ja auch egal. Du bist wohl Silverhands größter Fan, was? Und stolz drauf. An den kommt keiner von den Kiddie-Rockern ran. Silverhand hatte was ganz Besonderes in den Fingern. Was denn? Silber? Er hatte Feuer. Echtes Feuer. Hat der Konzernwelt den Ficker gezeigt und ist für seine Ideale gestorben. Und das stört dich gar nicht, dass er so eine Art Terrorist war? Blaze way down the rebel path. Okay. Ich brauch was Richtiges. Also, zum Beispiel Bootlegs von den ersten Samurai-Gigs. Von den ersten Gigs? Du hast ja keine Ahnung, was du da sagst. Und dann noch so gelassen. Keine Ahnung, wie du von den Bootlegs gehört hast, aber vergiss es. Die würde ich nie so einem Nachwuchsfan in die Hand drücken. Nachwuchsfan? Hältst du mich für einen Poser, hm? Ich weiß alles über Johnny Silverhand. Dann leg mal los. Beeindrucke mich. Ich weiß, was er beim letzten Treffen zu Carrie gesagt hat. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Klar. Ich kann mir auch eine Million Unterhaltungen ausdenken, die keiner gehört hat. Da hat allerdings auch wieder recht. Weiß so ein Nachwuchsfan auch, was man den neuen Arasaka-Rekruten erzählt? Man sagt ihnen, dass, wenn sie eine Frist nicht einhalten, der Geist eines in zwei Teile getrennten Mannes sie holt. Natürlich weiß keiner, dass das Johnny ist. Okay, okay. Ich bin beeindruckt, so eine Info direkt von Saka zu haben. Du machst keine Witze. Du bist wirklich ein Fan von Silverhead. Wie krass, oder? Dass es so eine Legende ist, dass er 50 Jahre später noch so berühmt ist. Ist ja heftiger als Elvis eigentlich. Hey. Ich hatte Chip in Inn schon drauf, da haben die anderen Kinder noch am Chrom genuckelt. Ha! Schön gesagt, Kleiner. Ich glaub, du bist gar nicht mal so verkehrt. Schätze, man muss dem Nachwuchs eine Chance geben. Vielleicht findest du ja was hier unterm Tisch. Siehst dir an. Ich finde es übrigens super sympathisch, dass der Sprecher die ganzen englischen Begriffe so gut aussprechen kann. Oh, stylisch polarisierte Pilotenbrille. Abgetragene Samurai-Kappe. Mindestlevel 12. Oha. Huh. 182 Eddies kostet das Ding. Sei kein Poser, lern erstmal die komplette Diskografie auswendig. Und Second Conflict Fliegerjacke. Alter, 8000. Ich glaube, es hackt. Na gut. Dann lasse ich da lieber meine Weste da. Oh, Samurai 2020 Tour-T-Shirt. Alter, 4 freie Kleidungsslots. Sapporo, Katowice, Berlin, Oslo, Leningrad. Was dachtest du, dass die bloß in die USA, in die NUSA gespielt haben? Oder in den NUSA? Krass. Oh, Samurai-Konzertaufnahme, die holen wir uns da auf jeden Fall. Samurai-Cargohose mit verstärkten Nähten. Nee, lasse ich lieber meine Hose. Die ist dann, glaube ich, doch ein bisschen besser. Ja, ich hole mir auf jeden Fall hier das T-Shirt, auch wenn es sehr, sehr teuer ist. Und die Platten hole ich mir. Junk, perfekt für Musikliebhaber und prätentiöse Poser. Ich bin nicht prätentiös, eher das Gegenteil. Ein Plektrum. Ah, lässt sich zwar immer noch als Zahnstocher verwenden, wenn es mit der Rockerkarriere nichts wird. Ach schade, ich hätte gerne die Hose und alles, aber das ist halt Arasaka Rollkragen. Ach, den habe ich gerade. Verstärktes Samurai Vintage T-Shirt. Kann ich sogar anziehen? Nee, ich habe ja jetzt das Tour T-Shirt. Das ist auf jeden Fall besser. Krass. Nee, dann, auch wenn es teuer ist, ich kaufe mir den Scheiß. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Vielleicht ein paar Teile hier? Warte mal. Das brauche ich nicht mehr. Kann ich das eigentlich auch zerlegen, ist die Frage? Keine Ahnung. Wo sitzt du denn die Teile? Wie viel habe ich denn eigentlich? Da, 800. Er ist krank. Guck mal hier, zack, könnte ich einfach mal 6000 verdienen mit. Und hier auch einfach nochmal 8000. So, da ich mein Geld wieder einigermaßen reinkriege. Ich scheiße noch keine Dukaten, ich ne? Ich danke dir. Nimm das Teil und verbreite Silverhands Worte. Tod den Konzern. Man sagt, das Leben sei der beste Lehrer. Hab ich auch mal geglaubt. Sieh ihn dir an. Mindestens 60, aber lebt immer noch in 2020. Der ist dein größter Fan.
Freut dich das nicht? Ich habe den Saka Tower gesprengt, aber er steht immer noch. Was hat's also gebracht? Die Leute müssen endlich anfangen, nach vorne zu blicken. In die Zukunft. Sonst wird sich nie was ändern. Da magst du recht haben. Du kannst sie nicht zwingen. Schon gar nicht mit Bomben und Explosionen wie damals. Wie denn sonst? Mit Musik? Guck dir den Opa doch an. Er kennt jeden Songtext, aber verstanden hat er nichts. Stattdessen soll er einen Haufen Leute umbringen? Unschuldige Normalos? Vielleicht wollen sie keine Veränderung. Das ist ihre Wahl. Du willst ihnen was vorschreiben? Vielleicht sind sie auch Idioten, die sich blind stellen. Sie müssen endlich aufwachen. Die Frage ist nur, wie. Ah, ich verstehe schon. Johnny ist so der Rebel with a Cause, ne? Also der will unbedingt auf Biegen und Brechen. Oh, schon Level 17, Leute. Das ist ja geil. So, jetzt ziehe ich erstmal mein neues schickes Shirt an. Entschuldigung. So, 48 Panzerung. Ja, man sieht's halt nicht, weil ich die Weste drüber habe. Aber macht ja nichts. Kann man sogar... Dieses Bloody Piggy Muscle Shirt ist besser. Machen wir gleich mal kaputt den Quatsch, sonst werde ich noch in Versuchung kommen, das anzuziehen. So, Panzerung um 27. 5 Verringerung von anhaltendem Schaden. Ja, also 5% steht jetzt hier. Und auch noch hier 5% durch Statuseffekte. Kann ich mir das eigentlich beim Händler kaufen? Mache ich das erstmal rein? Oh, sieh mal, man kann es gar nicht mehr rausmachen, leider. Ah, das ist schlecht. Wenn man das einmal verbessert hat, das Shirt, ist es halt für immer verbessert. Hm, Schaden durch Explosionen wird verringert. Okay. Hier die ganzen Knarren, die kann ich eigentlich auch mal alle zerstören. Aber vielleicht lieber im Rucksack, dann sieht man auch, was es bringt. Hier, 4, 11. So. Hm. Wie gesagt, ich sollte vielleicht auch nicht alles zerstören, aber... Ja, ich glaube, das lohnt sich eher. Warte mal, das sind 6 mal 8 sind 48 und 9 mal 5. Ja, verkaufen wäre besser, aber... Pfeif drauf. Konstitution 6. Ja, das kann, glaube ich, weg. Das kann weg. Die Schrotflinte. Power-Präzisionsgewehr. Ah. Konstitution 6. Ich glaube, ich werde mal Konstitution jetzt endlich skillen. So, dann habe ich das nämlich. Und dann muss ich dann nicht jedes Mal wieder was anderes dafür... Nachladezeit von Pistolen wird verringert. Oder wird erhöht, besser gesagt. Die Geschwindigkeit. Kritische Trefferchance. Aber das mal. Den Schaden. Ja, die 9%. Ich weiß nicht. Ist zwar alles in allem genommen viel, aber... Oh, was ist das denn? Was ist denn hier? Kommt da etwa ein neuer Zweig? Das ist ja geil. Und die Breach... Oder die Breachdauer des Breach-Protokolls wird erhöht. Oder Massenverwundbarkeit... Ja, nehmen wir das, komm. Alles klar. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für den Part. Ich mache hier Schluss. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich wieder zu Cyberpunk. Nicht vergessen zu bewerten. Bis denn. Tschüss.